Ach, und Goofy schläft hier. Der wacht nicht auf. Boah, das hat vibriert. Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Goofy. But don't tell anyone. Oh, Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Ja, so sieht's aus. Kann man sich schon fast vorstellen, wer der König ist, oder? Wenn es Königin Minnie ist, dann kann es eigentlich nur einer der liebe Gemahl sein. Toll, und wir werden das Geheimnis nicht rausfinden, oder was? Dann bleibt es ja wirklich geheim. Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Powpuff fruit? They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Na, mit wem denn? Hier gibt's hier niemanden, der so schön ist, außer mir. Aha. Aber ich teile meine Frucht lieber mit jemand anderem. Entweder mit Kairi oder mit Rico. So, ist hier oben jemand? Nein, natürlich nicht. Ich schlage mir versehentlich mit dem Schwert, statt zu springen. So, ist das jetzt Tidus oder Wacker? Ich glaube, Wacker. Me and Tidus, ja. We are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, ja? Oh, Entschuldigung. Das Mikrofon gehaut. Gehauen. Gehaut. Ah, ach, auf den kann man raufklettern. Ist ja interessant. Ach, jetzt geht's. Wusste doch, dass man auf die rauf kann. Ich mach einen Papa-Duell. Hab ich jetzt zufällig gesehen. Was macht denn Tidus hier? Hey, habt ihn besiegt. We took him on 3-1 last time. And he whipped us all. Well, I guess Kairi can always count on him. Hey, ich hab den vorhin noch besiegt in dem Match. In einem fairen Kampf. Keine Chance. Hätte ihn nicht mal gewinnen lassen können, weil ich einfach so überlegen war. Muss ja keiner wissen, dass ich eine Portion verwendet habe. So, was ist denn hier Schönes? Ah, Rico. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Wir nennen es... mal, Kreis ist da. Obwohl Excalibur ja nicht so schlecht klingt. Aber gemäß... hier so kanalmäßig nennen wir es dies... Scout Data. Klingt bescheuert, aber ist ja egal. Scout Data. Hey, wie wär's mit? Also wie immer? Na dann mal los. Was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln, ihr könnt jeden Weg nehmen. So, ich muss jetzt als erster da drüben sein. Das ist immer so schwierig. Wer als erster die Marke berührt und wer hier ist, hat gewonnen. If I win, I'm counting. And if you win, I get to share the Powpuff with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Powpuff with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Na toll. Ich will auch laufen. Im Vorspringen. Nein! Oh.
Geh mir aus dem Weg. Oh, wieso ist der schneller als ich? Toll, jetzt muss ich dem in hinten reinklettern. Willst du mich verarschen? Nein! Okay, jetzt ist es verloren. Okay, das war jetzt auch ein schlechter Versuch, jetzt noch irgendwas zu retten. Problem ist, dass er zurück auch noch geht. Und der hat jetzt schon einen riesen Vorsprung. Komm ich da auch vorbei? Ja. Oh! War sogar richtig knapp, letztendlich. Mistkerl! Mist, das steht 1:1. Zumindest sind wir quitt. Also wir taufen das Floß auf den armen Highwind. Verdammt! Der Klang Scout-Data doch so gut. Gerade das nochmal machen? Siehst, oh, das mit der Papu war nur ein Scherz. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Wie wär's mit noch einem Rennen? Nö, ich passe. Verliere eh nur wieder. Die Schmach kann ich mir ersparen. Ich glaube, ich habe da einmal bis jetzt gewonnen bei dem Rennen. Von keine Ahnung wie viel Versuchen. Was ist denn da überhaupt? Ein Pilz. Ich glaube, den müssen wir jetzt suchen. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also Sora, du suchst ein Papadurei haben wir, 3 Pilze haben wir einen, 2 Kokofrüchte, 3 Fische und füll das hier mit Trinkwasser auf, aber nicht aus dem Meer. Leere Flasche. Bring alles hierher, wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Okay, da haben wir einiges zum Sammeln, würde ich sagen. Aber die Fische waren immer da ganz nah am Strand, glaube ich. Könnte man die finden. So, einen Pilz haben wir schon mal und die Frucht, also das Ei. Schon mal ein guter Anfang. Gut, dass ich das direkt gesammelt habe. Aber ist da was? Nö. War nur ein andersfarbiger Busch. Boah, wie hat er das gemacht, so schnell zu sein? Bevor ich jetzt wieder ins andere Gebiet zurückgehe, springe ich mal hier rum. Okay, ich gehe von der anderen Seite an die ganze Sache ran. Von hier aus passiert nichts. Schaffe ich zumindest nichts. In der Kiste was drin? Nö. So, wo könnte noch was sein? Komme ich da rauf? Ach, ein Pilz! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Praktisch. Warte. Ist das zufällig? Nö, ist nur eine Pflanze. Hat sie irgendwie so hervorgehoben vom Rest. Kann ich da hochspringen? Ja, nicht wirklich. Ist da oben irgendwas? Da ist nichts, aber da drüben ist eine Kiste. Komme ich doch niemals ran. Zumindest nicht von hier. So, ist da irgendwas? Mal da oben ist nichts. Außer ein paar morsche Bretter. Ach, Trinkwasser. Cool. Dachte, es kriegt man woanders, aber. Soll mir recht sein? Soll mir recht sein. Ist da ein Fisch irgendwo? Muss doch hier irgendwo einer schwimmen in dem Meer. Ganzes Meer ohne Fische. So, wir haben schon 2 Pilze. Haben wir noch ein paar Früchte. Und Fische. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Ah, die Musik ist so schön im Hintergrund. Wo suchen wir denn nach Fischen? Ich glaube, die waren hier draußen irgendwo fast. Sogar. Mal schauen. Ob ich hier irgendwo etwas auftreiben kann. Sieht jetzt nicht direkt danach aus. Klettern wir da mal rauf. Ups. Spring mal da irgendwo hoch.
an den ganzen Bäumen vorbeischauen. Nein! Oh, falsche Taste. Kann ich eine Papu-Frucht mitnehmen? Die hängen hier in Maßen. Aber nein, ich brauche hier eine Koko-Frucht. Ach, das sind Fische. Ein Meeresfisch halten. Da war noch irgendwo einer, oder? Drüben schwimmt einer um sein Leben. Ich glaube, drei brauchten wir da. Da hinten schwimmt noch einer. Meeresfisch halten. Sehr gut. Brauchen wir jetzt noch Früchte und einen Pilz. Soweit ich mich jetzt erinnern kann. Ist hier irgendwo was? Oben vielleicht. Kann es sein, dass hier ein paar Früchte gelagert sind? Nein, sind sie nicht. Zumindest sehe ich keinen. Da habe ich normalerweise immer das Trinkwasser geholt. Ist da irgendwo was? Baracke. Ich glaube, der dritte Pilz ist im geheimen Ort drüben. Mal schauen. Wäre doch gelacht, wenn ich den nicht finden würde. Boah, da ist wieder dunkel. Aus einem Weg sieht man hier wirklich gar nichts. Ich glaube hier irgendwo. Da. Pilz erhalten. Oh oh. Ah, Kairi und Sora. Oh, schön. Die haben sich gegenseitig gemalt. Bisschen nachbessern. Ah, Sternschnuppe. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. Ach, da steht wer? Another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Ich sehe den gar nicht. Der ist so dunkel eingekleidet, dass man ihn gar nicht sieht. Weg ist er. Mysteriöser Kerl. Wenn ich mich nicht ganz täusche, erfährt man da ewig lang nicht, wer das ist.